Servus YouTube und willkommen zum neuen Video von mir. Ja, ich habe jetzt hier einen Kommentar gelesen, wie man die Beleuchtung von dem Tacho wechselt. Da mache ich jetzt mal dazu schnell ein Video, um euch das mal kurz zu zeigen. Wie man den Tacho ausbauen tut, werde ich mal ein paar Bilder am Ende von dem Video hinzufügen. Und ja, hier oben auf jeden Fall die 20er Torx entfernen und dann den Tacho seitlich vom Lenkrad entfernt rausschieben. Also ich demonstriere euch das mal, wenn der Tacho so drin sitzt, rausschrauben, dann so rausholen, dann kann man den so leicht drehen, die Stecker natürlich erstmal abmachen und dann kann man den so durchs Lenkrad rausholen. Ja, das nur mal kurz so nebenbei. Ich drehe den jetzt mal um und dann zeige ich euch mal, wie man die Beleuchtung rausmacht. Ja, da sind jetzt die verschiedenen Elemente, halt Aufleuchtungselemente von dem Tacho. Wie man die Böhnchen rausbekommt, also diese hier, die kleinen, bekommt man mit einem ganz kleinen Schlitzschraubenzieher raus. Einfach mal drehen, bisschen entrasten, dann kann man sich hier so eine Spitzzange nehmen und das Ding rausholen. Dann ist er außen, so sieht die Birne aus. Kann man sie wieder so, wenn man jetzt eine neue einfügen muss, wieder so einfügen und dann einfach wieder mit dem Schraubenzieher einmal einrasten lassen. Ja, die drei Birnen hier, die sind die Hauptbirnen, dass der ganze Tacho leuchtet. Wie man die rausbekommt, ist jetzt hier halt blöd da reinzubekommen. Da wendet euch so eine Spitzzange an. Da kann man dann hier so rein, den aufdrehen, rausholen. Das ist dann eine 5 Watt Birne, so wie im Standlicht auch. Na, hier raus. So eine 5 Watt Birne, so eine W5W Birne. Kann man sich auch gegebenenfalls dann LEDs einbauen, wenn man möchte. Ja, das wieder dann so mit der Spitzzange einfügen, weil das hier halt sehr eng ist und dann einmal wieder festdrehen und eigentlich schon wieder montiert. Das war jetzt eigentlich das ganze Spiel davon. Ich werde jetzt dann halt, wie gesagt, an dem Ende von dem Video noch ein paar Bilder einfügen, wie man den Tacho ausgebaut bekommt, ohne das Lenkrad zu entfernen. Dann wünsche ich euch noch was und Servus.